Hallo, schön, dass du bei mir reinschaust. Heute in meinem Video stelle ich dir dieses süße kleine Eichhörnchen vor, was wir häkeln mit einem großen Puschelschwanz, mit einem Schweif zum Ausdekorieren oder so zum Spielen. Das liegt dann ganz bei dir. Es wird gehäkelt, der Körper in einem Stück, dann die Arme noch und der Schweif wird angehäkelt. Und wie das geht, zeige ich dir ausführlich in meinem Video. Und zum Schluss kannst du dann entscheiden, zwischen den Pfötchen soll es dann noch eine gehäkelte Eichel sein oder ein Zapfen oder was anderes. Und ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. Fangen jetzt die Arme an. Ich nehme jetzt extra mal eine andere Braun, damit man das besser sieht am Körper dann. Die werden dann angenäht. Wir machen als erstes drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Die schließen wir zum Ring. Schön festziehen, weil wir müssen es ja dann noch ausfüllen. Wir machen zwei Luftmaschen und machen jetzt da hinein sechs feste Maschen. Und schön festziehen, damit uns die Füllwatte nicht durchscheint. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann schließen wir mit einer Öse diesen ersten Ring, machen zwei Luftmaschen und häkeln jetzt fünf Reihen darüber. Fünf Reihen, einfach nur diese sechs Maschen. Aber es gibt so ein schönes kleines Ärmchen, was wir dann dran nähen. Und zwischen die Pfoten machen wir dann entweder eine Eichel, eine gehäkelte, oder ihr könnt auch einen schönen Zapfen nehmen oder eine Kastanie oder eine Nuss. Aber jetzt machen wir das erstmal fünf Reihen ohne Abnahme, ohne Zunahme. Am Anfang immer zwei Luftmaschen. So entsteht nun das Ärmchen, das Pfötchen. Ihr müsst jetzt in den nächsten drei Reihen am Anfang immer zwei Maschen in eine hinein machen. Eins, zwei, weil wir ein bisschen zunehmen wollen. Und dann strich noch mal fünf Reihen darüber. Und dann messen wir erst einmal, weil es ist ja so, jeder häkelt ein bisschen anders. Den Körper von eurem Eichhörnchen habt ihr fertig, der ist gefüllt. Und dann müsst ihr bitte mal einfach die Arme anlegen, ob euch das so lang genug ist oder nicht. Und wenn es nicht lang genug ist, dann müsst ihr noch ein bisschen in der Länge weiter häkeln, immer anhalten. Auch dann schon mal ein bisschen vielleicht gefüllt mit der Füllwatte und wir schließen dann zusammen. Das zeige ich euch aber noch. Hier seht ihr nun die Länge von dem Ärmchen. Bei mir waren dann noch mal acht Reihen oben drauf und ihr müsst bitte so anhalten und gucken, reicht das hier vorne mit dem Überstand? Und dann müssen wir es da festnähen, wenn es gefüllt ist. So, jetzt fülle ich das Ärmchen ein bisschen locker aus. Das muss gar nicht so festgestopft sein, aber ein bisschen was muss innen rein. Das zweite natürlich dann gleich gehäkelt. Ihr probiert eure Länge aus am Körper von eurem Eichhörnchen. Und dann, nachdem wir es ausgefüllt haben, müssen wir es zuhäkeln. Das geht ganz einfach. Wir quetschen es zusammen, die Naht hier oben, und dann häkeln wir es einfach zusammen mit festen Maschen. Und den Faden brauchen wir noch nicht abschneiden. Damit häkeln wir oder nähen den Arm jetzt gleich am Körper fest. So, das war's schon. Durchziehen den Faden. Erstmal abschneiden, dann durchziehen. So, dann nehmen wir die Nadel.
Und am besten eine Stecknadel, dass wir uns das Ärmchen erstmal anstecken an unserem Körper. Gucken genau, wo wir es platzieren. Da ist das Gesichtchen. Hier setzen wir es an, direkt unterm Hals oder am Hals festgesteckt. Ich hoffe, ihr seht es. So, und jetzt wird das einfach gerade mit ein paar Stichen hier angenäht, weil es vorne ja auch noch mal zusammenkommt, die beiden Arme oder Pfötchen. So, und so häkeln, nähen wir das jetzt an. Andere Seite natürlich auch. Dann können wir nämlich schon den Schweif befestigen. Der wäre uns sonst im Weg gewesen. Gut festnähen. So, das war das erste. Auf der anderen Seite bitte genauso machen. So muss es dann überstehen. Ich hoffe, ihr seht es genau. So, und wie gesagt, jetzt erst der zweite Arm. So, nun möchte ich den Schweif am Körper festnähen. Der wird nur an einer Stelle fixiert, und zwar am hinterkommendsten Stückchen. Wir gehen einfach mit unserem Faden, den wir hier haben, ein bisschen nach unten von der Spitze her. Ihr müsst das wieder bei eurem Eichhörnchen ausmessen. Und wenn das stimmt, dann fixiert ihr das nur einmal so mit ein paar Stichen. Rausgezogen, festgemacht, wieder durch den Schweif, dann wieder durch den Hinterkopf vom Eichhörnchen. Dass es wirklich nur an einer einzigen Stelle so fixiert ist. Und das war es jetzt schon mit unserem Schweif. Und dann kommen wir zum Gesichtchen. Jetzt kommen wir zum Gesichtchen. Wir nehmen die Weiß, nehmen den Faden doppelt. Den verdrehen wir jetzt ein bisschen. Etwa so 30 cm doppelt. So, dann machen wir eine Luftmasche in sich. Dann noch eine. Das sind 2, 3, 4. Dann noch in eine fünfte. Dann stechen wir zurück in die vierte, machen 2 feste. 1, 2. Und jetzt machen wir noch mal 4 Luftmaschen. 1, 2, 3. Nee, nur 3, keine 4, 3 Luftmaschen. Und das ist jetzt das Näschen. Wir schneiden den Faden ein bisschen großzügig ab, weil wir es damit annähen. Durchziehen, festziehen. Und das ist jetzt das Näschen von unserem Eichhörnchen. Wir nehmen eine Nadel, fädeln auf. Und das machen wir jetzt ans Gesicht. Das könnt ihr auch aus Filz schneiden, wenn ihr wollt. Wir gucken, wo unser Mittelpunkt ist. Gehen nochmal zurück, damit wir auf die Seite kommen. Den Faden vernehmen wir dann natürlich noch. So. Wo das Näschen der Mittelpunkt ist. So ist besser. Stecken es fest mit einer Stecknadel. Und nähen es jetzt da mit dem weißen Faden fest. So, ein bisschen auseinander. Und nähen das dann mit lockeren Stichen am Körper fest. Ihr seht, der Bauch ist jetzt aufgeklebt. Ich zeige euch noch gleich mal, wie man eine Schablone macht. Und ich habe Wackelaugen aufgeklebt. Auch mit dem Heißkleber, geht aber auch mit dem Flüssigkleber. Die kaufe ich meistens im 1-Euro-Shop. 100 Stück kosten da so 1 Euro, und das kann man immer gut gebrauchen. Der Bauch ist aufgeklebt, und die Schablone schneide ich mir dann immer aus einem Blatt Papier. Ich nehme sie in der Mitte zusammen, ein Rechteck, knickse mir, schneide es so, wie ich sie brauche, schneide nochmal nach.
Dann nehme ich den Filz, lege sie drauf, schneide sie aus und klebe sie dann auf. Das ist das Nächste, was wir gemacht haben. So, ihr könnt das Eichhörnchen dann so benutzen, als kleine Deko, als reine Figur. Wenn ihr es jetzt noch ein bisschen ausdekorieren wollt, empfehle ich, es auf so eine kleine Holzplatte zu kleben. Dann steht das recht schön. Ihr könnt es aber auch so lassen, das liegt wirklich bei euch. Gebt gut Kleber an und setzt es drauf und wartet eine Weile, bis es trocken ist. Dann habe ich hier noch ein bisschen was besorgt. Es ist nicht viel, aber ich denke mal zum Dekorieren ist es recht schön, so eine Kleinigkeit noch dabei zu setzen. Und zwar habe ich so noch ein bisschen Rinde. Das klebe ich mit auf, rechts und links. Dann noch ein paar Eicheln, ein rotes Blatt, da kann es ein künstliches sein, dann kann man es jedes Jahr wieder sehr schön benutzen. Eine Nuss, das fand ich so schön, weil es ja zum Eichhörnchen gehört. Das frisst es ja ganz gern. Noch meine Eiche und das bringen wir jetzt einfach hier so auf. Dann gucken wir noch mal. Dann habe ich noch einen Zapfen. Den möchte ich noch dabei bringen. Das sieht so schön aus. Und noch mal eine Eiche. Dann kann man noch in die Zwischenräume Moos drücken oder Sielsaal, was man so zu Hause hat. So, in die Hände vom Eichhörnchen kommt dann auch noch was. Entweder ihr klebt eine Eichel mitten rein, dass das Eichhörnchen die so hält, oder einen kleinen Zapfen, das sieht dann auch ganz süß aus, oder ich habe dann mal vorbereitet eine gehäkelte kleine Eichel, die würde dann noch hier so hereinkommen. Und diese Eichel, die zeige ich euch dann im nächsten Video, wie die gehäkelt wird. Und dann habe ich sehr die Idee mit unserem Eichhörnchen, was wir gehäkelt haben, hat euch gefallen. Und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Es würde mich riesig freuen. Und euch wunderschöne Tage. Tschüss.